Das ist Elefantendame Mangala. Wie ihre Gefährtin Temi und der kleine Otto lebt sie vegan und weitgehend bio. Alle drei haben eine exzellente Darmflora, aber dazu später mehr. Dafür, dass die Elefanten, Giraffen, Bisons, Zebras oder Bunthanks im Münchner Zoo so gesund leben, sind natürlich andere verantwortlich. Einer von ihnen ist Reinhard Zehnau. Er kümmert sich um die Rauhfutterversorgung in Hellabrunn. Sein Tag beginnt kurz vor 5. Jetzt machen wir uns startbereit und holen die Maschine, die wir dazu brauchen, für das Gras mähen und transportieren, holen wir jetzt raus. Dann mal los. Um 7 Uhr wollen die Tiere ihr Frühstück haben. Das städtische Gut Beigarten liegt rund 20 Kilometer südlich von München. Es ist eines von 10 Gütern der Landeshauptstadt, auf denen Landwirtschaft betrieben wird. Zwischen Mai und Oktober fährt Zehnau oder ein Mitarbeiter jeden zweiten Tag hinaus zum Mähen. Das Mähwerk mitzuschleppen wäre zu schwer. Es bleibt daher vor Ort. Morgen! Beigarten war vor 35 Jahren der erste Biobetrieb der Stadt, erzählt Verwalter Anton Wiesböck stolz. Das ist ein Bioboden, ja. Das ist ein sandiger Lehm haben wir hier draußen. Krümelig, dass er schön zerfällt. Dann soll er runde Krümel haben. Das heißt, da ist ein hoher Kalkanteil. Inwiefern profitieren die Tierparktiere denn von so einem guten Boden? Indem, dass sie einen hohen Mineralstoffgehalt haben. Ich denke, mit dem Gras werden sie viel Tierarzt brauchen. Über die Jahre hat es sich bewährt, dass der Tierpark sein Gras selbst mäht. Reinhard Zehnau weiß, welche Mengen er braucht. Wenn der Bedarf mal höher ist, sagen es ihm die Tierpfleger und er bringt mehr mit. An der richtigen Gras-Kleegras-Mischung haben sie lange getüftelt. Ein Zootier muss ja jetzt nicht viel Milch geben, das muss jetzt auch nicht tägliche Zuwächse haben, das soll einfach frisch und fröhlich und gesund sein. Es gibt immer wieder Jahre, die sind sehr trocken oder verregnet. Dann bekommt Zehnau nicht die perfekte Qualität und muss mehr zukaufen. Auch jetzt macht er sich Sorgen um die bevorstehende Heuernte. Wenn sich jetzt das Wetter nicht bald ändert und trockener wird, dann kann es von der Menge her für uns auch etwas schwierig werden. Das wünschen wir uns jetzt, dass wir die nächsten Tage einfach trockenes Wetter haben, dass das Heu gut eingebracht wird. Er arbeitet gern mit dem städtischen Gut zusammen. Die Preise fürs Futter seien fair. Neben Gras bezieht der Tierpark auch Stroh und Pellets aus Beigarten. Jetzt pressiert's. Die Tiere haben Hunger. 11 Futterablagestellen muss Reinhard Zehnau anfahren. Die Verteilung übernehmen die Tierpfleger. Das ist jetzt eine ziemlich große Menge, weil hier haben wir einen großen Bereich mit den Bisons, Auerochsen, Tarpane und hinten die Giraffen. Weiter geht's zu den Nashörnern und den Bunthanks. Normalerweise kennen die den Wagen auch schon. Und dann gibt's ein kleines Mu-Konzert. Doch weil gerade ihr Gehege geputzt wird, sind die asiatischen Rinder heute Morgen nicht da. Und jetzt kommen wir weiter zu den Elefanten. Bis zu 90 Kilogramm Futter frisst ein ausgewachsenes Tier pro Tag. Neben Gras und Heu auch Obst und Gemüse. Das nährstoffreiche Gras mischt Tierpfleger Robert Ostermeier mit Heu, damit es keine Koliken verursacht. Noch sind die Elefanten nicht im Freien. Der Tierpfleger kann das Futter jetzt in den Kästen deponieren. So. Bei Elefanten ist wichtig immer, dass alles gesichert ist. Weil die machen jedes Schräublein und jeden Schickel auf. Sobald das Gras-Heugemisch sicher verstaut ist, dürfen die Tiere heraus. Die drei müssen nicht lange suchen. Der kleine Otto weiß ganz genau, wo es lang geht. Die Giraffen brauchen mehr eine eiweißhaltige und ballaststoffreiche Nahrung. Daher bekommen sie als Proteinkick zu Gras und Heu noch Luzerne. Mittlerweile haben auch die Bunthanks ihre Ration bekommen. Das Nashorn ist schon fertig und nimmt ein Sonnenbad. Aber da war doch noch was. Ja, richtig. Die Kreislaufwirtschaft. Die Hinterlassenschaften von Elefanten, Nashorn und Co. werden fein säuberlich eingesammelt und landen schließlich auf einem großen Haufen. Der wird alle 3 Wochen vom Transporteur des städtischen Guts eingesammelt. Der Mist aus dem Tierpark wird schließlich mit Biokompost gemischt
Und so schließt sich der Kreis. Ja, das ist so der Nährstoffkreislauf. Jetzt wird es wieder zurückgeliefert. Und wir bringen es aufs Feld wieder aus. Und dann kann es wieder schön wachsen draußen. Weil ohne Düngung geht es nicht. Das Gras, das durch die Mägen vieler Zootiere gewandert ist, landet als Dünger auf den Böden der städtischen Güter. Auf das dort neues Gras wächst, das Elefant und Nashorn schmeckt. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.